Für Detailerklärung muss ich meinen Künstlerschal richten. Und Detail heißt, dass auch in diesem Bild da hinten der Apfel nicht nur bei Adam und Eva, sondern auch in vielen anderen Geschichten, ja, da können wir darauf näher eingehen, am Bild selber. Wenn ich sage, verschiedene Symbole, Geschichten, meine ich zum Beispiel im Schneewittchen. Ich meine nicht nur Adam und Eva, sondern ganz speziell in der griechischen Mythologie hat der Apfel eine Bedeutung, auf die ich dann gleich bei einem anderen Bild darauf eingehen möchte. Wir kennen auch hier in der Schweiz Wilhelm Tell, Apfel. Also es kommt immer wieder vor, am schönsten aber die Geschichte, wo ich gerade erwähnt habe, ist mit der Aphrodite, die den Apfel bekommt. Und Sie sehen unten das Schach. Schach ist ein Symbol, wo wir vorausdenken sollten, also strategisch, was macht der andere? Und das geschieht auch in der Liebe. Deshalb Mann und Frau nicht unbedingt, wiederhole ich nochmal, nicht unbedingt Adam und Eva, sondern eine Strategie entwickeln, die sich hochspannt, einen Balanceakt. Und man sieht im Hintergrund bei der Perspektive des Schachfeldes einen Balanceakt mit einem Durchschnittenen, das heißt teilen, den anderen genauso mithaben. Man muss nicht immer gewinnen, man soll Freude an einer Betätigung haben und noch mehr Freude an der Liebe, am Kennenlernen. Nicht nur Mann, Frau, sondern auch in den Völkern. Also das ist ein philosophischer Hintergrund, den man nicht sieht, aber erahnen kann.